So, jetzt lese ich dir mal was vor. Liebe Sabine, ich habe vor einigen Monaten einen tollen Mann kennengelernt und wir verstehen uns richtig gut. Wir lachen viel, wir unternehmen viel und auch der Sex ist fantastisch. Trotzdem sagt er will keine Beziehung und ich verstehe es einfach nicht. Sind wir nur eine Affäre? Wie eine Sexbeziehung fühlt es sich nicht an, aber Freundschaft plus ist es auch nicht so richtig. Ich bin verliebt in diesen Mann und ich wünsche mir eine Beziehung. Und ich glaube auch, dass er etwas von mir will bzw. etwas für mich empfindet. Nur, was kann ich jetzt tun, wenn er trotzdem sagt, dass er keine Beziehung will? Hilfe! Kennst du das? Dann bist du heute richtig. Es geht heute um die Frage, er will keine Beziehung, woran kann das liegen und was kannst du tun? Reden wir drüber. Also, du Liebe, wenn, oder auch du Lieber im Übrigen, ja, weil ich das auch immer wieder habe, wenn dein Gegenüber, dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin sagt, ich will keine Beziehung, ja, also alles, was ich hier jetzt sage, gilt natürlich immer für beide Richtungen, aber es ist für mich um so viel einfacher, aus Frauensicht zu sprechen. Du musst dir das einfach übersetzen, entsprechend in deine Situation hinein, ja. Wenn er sagt, er will keine Beziehung, dann passiert in erster Linie mal Folgendes. Die meisten fangen an, sofort darüber nachzudenken, oh je, was habe ich falsch gemacht, was hat das mit mir zu tun, ja. Was könnte ich tun, damit sich daran etwas ändert? Und manche, die schon mit mir gearbeitet haben, mit mir gemailt haben oder auch vielleicht in anderen Videos mal zugeguckt haben, mein Buch gelesen haben, wissen ja, dass ich bei manchen Dating-Sachen so ein bisschen kritisch bin. Da gibt es ja so Leute, die euch versprechen, wenn ihr diesen, das und jenes tut, dann kriegt ihr den Mann in die Beziehung hinein. Und ich habe dann wirklich immer wieder, also wirklich monatlich möchte ich fast sagen, Menschen bei mir in der Praxis, die mit mir online über Skype oder sonst irgendwie arbeiten und sagen, oh verdammt, und ich war bei dem Coach und der sagt, das ist meine Schuld, weil ich habe mich nicht rechtzeitig zurückgezogen, ich habe zu viel von meiner Liebe gezeigt, ich habe zu viel dies, ich habe zu viel das und ich hätte die kalte Schulter machen sollen und bla 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 bla. Echt Bullshit. Ja, da sollte euer Bullshit-Radar schon mal angehen. Ja, gleich mal vorweg. Wenn jemand nicht mit dir in einer Beziehung sein will, ja, wird ihn kein Buch, kein Ratgeber, kein Video dieser Welt in diese Beziehung hineinbringen. Sorry, aber irgendwer muss dir das jetzt echt mal sagen. Das funktioniert nicht. Das ist reine Manipulation und das funktioniert vielleicht wie in diesem schönen Film The Ugly Truth oder The Naked Truth, das weiß ich jetzt nicht, mit Gerard Butler, großartig. Ja. Es funktioniert genau so lang, solange du dieses Spielchen spielst. Ja. Und dann, wenn du damit aufhörst, deine Titten nach oben zu pushen, deine Wimpern zu fälschen, schön brav Ja und Amen zu sagen und die kalte Schulter zu zeigen und nach 50 Minuten beim Date jedes Mal aufzustehen und zu gehen und so weiter, sondern wenn du dann einfach bist, wie du bist, übergehend mit Liebe, jemand, der Kontakt möchte, jemand, der kuscheln möchte, jemand, der nicht sagt, oh sorry, ich habe schon wieder keine Zeit, sondern der am liebsten oh, mal die nächsten 14 Tage mit der neuen Liebe abtauchen möchte, irgendwo im siebten Himmel und auf der Wolke Nummer weiß ich nicht was, ja. In dem Moment, wo du dann so bist, ist der doch wieder weg, weil er mit deiner Situation gar nicht umgehen kann, weil er das von Anfang an gar nicht wollte. Also dieses Hineinmanipulieren halte ich schon mal für den größten Schwachsinn ever. Ja, also auch alle, die mir immer schreiben, du, da gibt es den und den Pickup-Coach und den Dating-Coach, was hältst du denn davon? Ja, es gibt einzelne Elemente, die finde ich gut und einzelne Elemente picke ich mir auch raus. Aber das muss jeder für sich so machen, dass er auch sie selber bleibt. Ja? Und das ist der Punkt, der bei diesen Geschichten immer daneben geht. So, warum komme ich jetzt auf das? Weil die Leute aber immer den Eindruck erwecken, diese ganzen anderen Pickup-Artists, den Eindruck erwecken, es liegt nur an dir. Ja? So, und meine Botschaft heute ist, wenn jemand sagt, er möchte jetzt keine Beziehung, muss das genau sehr mit dir zu tun haben. Es kann nämlich ganz genau
null mit dir zu tun haben und nur was mit seiner oder ihrer eigenen Geschichte zu tun haben. Und genau das möchte ich mir heute anschauen mit dir, was da sein kann. Los. Also, einer der Gründe, woran es liegen kann, dass er jetzt gerade keine Beziehung möchte. Ich sage es vorweg, das ist ein Grund, den ich wirklich öfter bei Männern erlebe als bei Frauen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es bei Frauen auch, aber einer der Gründe, der bei Männern tatsächlich da sein kann, ist, er hat im Moment einen Plan davon, wie sein Leben jetzt ausschauen soll. Und in dem Plan kommt keine Frau vor und schon gar keine wie du. Das klingt jetzt mal doof, weil man immer glaubt, Liebe überwindet alles. Nein. Ja, du hast keine Ahnung davon, wie es ist, wenn sich ein Mann jetzt einbildet, ich mache jetzt bis 35 Karriere, mache Urlaub, reise um die Welt, mache Party, mache Flirten und koste das Leben aus ohne Ende und dann habe ich A, genug Karriere, B, genug erlebt und dann fange ich an, mich umzuschauen und dann suche ich mir die Frau, die im Übrigen ein völlig anderes Bild ist, ja, als die davor. Muss man sich auch verinnerlichen, weil da ganz viele Frauen immer zu mir kommen und sagen, ja, aber ich bin nicht so die easy und so. Na, eh nicht, aber irgendwann bist du dann die Frau, die dran ist, ja? Egal. Wenn der jetzt diesen Plan hat, bis 35 mache ich Party und Karriere und dann kommt die große Liebe und die Beziehung und die Kinder und whatever, dann ist es doof, wenn du den mit 34 begegnest. Du bist einfach ein Jahr zu früh, ja? Das muss nicht heißen, dass er aus diesem Film nicht rauskommt und sich auf dich einlassen kann, aber wenn ein Mann da eine ganz klare Vorstellung hat, ist er, sagen wir mal, ein bisschen unflexibel. Ja, und ich weiß, das klingt jetzt gerade völlig stereotyp, aber ehrlich, ich habe es selber erlebt, ich erlebe es in meinen Coachings permanent. Ja. Da gibt es auch Männer, die kommen raus aus einer Ehe, sind gerade frisch geschieden, treffen jemanden, sind wahnsinnig verknallt, verliebt sogar, ja, sprechen von der großen Liebe und sagen dann, du, hey, ich habe jetzt gerade die Scheidung hinter mir und ich habe mich jetzt einmal gesehen als jemand, der jetzt mal 5 Jahre lang solo bleibt und sein eigenes Leben führt und ich habe mir geschworen, keine Frau und ich bin eigentlich nur auf Tinder gelandet, weil ich wollte nur Spaß haben und jetzt bist du da und jetzt liebe ich dich zwar, aber trotzdem, nee, danke, keine Beziehung. Klingt erstmal unglaubwürdig, ist aber so. Wenn jemand einen klaren Film davon hat, eine klare Vorstellung davon hat, wie sein Leben jetzt gerade zur Zeit ausschauen soll, dann kann es sein, dass du tatsächlich einfach nur zur falschen Zeit gekommen bist. Die gute Nachricht ist, bei der Situation hast du gar nicht so schlechte Karten. Ja? Das kann man dann schon ein bisschen geschickter anstellen, da braucht es halt ein bisschen Geduld dazu und definitiv keine blöden Spielchen. Ja? Aber das geht schon mal. Ja? Das ist nicht so blöd, aber das ist einfach nur mal, damit du auch verstehst, wenn jemand ein klares Bild davon hat, wie sein Leben laufen soll, dann ja, davon abzuweichen ist Arbeit schwer. Geht aber. So, zweitens, auch das klingt total komisch, er hat gerade keinen Platz für dich in seinem Leben. Ja, habe ich auch selbst erlebt und erlebe ich in meinen Coachings immer wieder. Das trifft vor allem Männer, die zum Beispiel eine beachtliche Karriere hinter sich gebracht haben und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ihren Job verlieren. Einen Unfall haben, der sie körperlich extrem schwächt und wirklich mal für Monate in die Reha schmeißt. Ja, sei es egal, als Sportunfall, Autounfall, egal, whatever. Ja. Oder einen Todesfall in der Familie haben, in der nahen Familie haben. Im schlimmsten Fall kumulieren sich diese Dinge. Ja, also nach dem Motto so, er hat seinen Job verloren, rutscht in einen Burnout hinein, ja, oder eigentlich dann eher in eine Depression, ja, weil er keinen neuen Job findet und dann stirbt vielleicht noch seine Mutter. Whatever. Ja, ich fantasiere jetzt. Der hat in dem Moment, wenn er dich kennenlernt, der kann dich super toll finden, der kann dich lieben aus ganzem Herzen, der hat keinen Platz für dich. Ja? Und auch da wieder, nicht kommen mit die große Liebe überwindet alles und die große Liebe sagt, ich warte. Nein. Auch wenn du dann hergehst und sagst, na, ich warte auf dich, ja, mach dir einfach mal, nimm dir 2-3 Monate Zeit und so weiter und so fort, das belastet. Der hat keinen Platz mehr für Belastung. Ja, wenn du davon ausgehst, dass ein Mensch 100% Energie hat und die brauchen wir im Normalfall schon für unser normales Leben. Ja, und dann passiert aber irgendwie so ein Einschnitt, der ihn auf der Identitätsebene, ja, Beruf, Gesundheit, körperliche Fitness, der ihn auf dieser Identitätsebene erwischt, ja, oder ein Einschnitt auf der Frage, wer bin ich, wer ist mein System, wer gehört zu mir, weil da jemand stirbt, der ihm sehr nahe ist. Ja, und dann kumuliert sich das auch noch. Ja.
der braucht schon 140% Energie, dass er überhaupt durchs Leben kommt. Ja? Den schenkt jetzt im Moment, so blöd das klingt, deine Liebe nicht Energie, um weiter durchzuhalten, sondern das kostet ihn im Moment gerade Kraft. Ja? Also manchmal, ich sage das ja, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich es im Video schon mal gesagt habe oder in einem Podcast schon mal gesagt habe, aber ich bin ja selber der Meinung, verliebt sein ist wahnsinnig anstrengend. Also so schön es ist, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist eigentlich viel schöner, wenn man dann einmal in diese ruhigere Phase hineinkommt. Ja? Und dann nicht mehr so von Luft und Liebe und permanent auf 180 irgendwie umdreht. Ja? Und für das hat er einfach im Moment keinen Platz. Ja? So. Dritte Möglichkeit, er empfindet nicht genug für dich. Sorry, das ist hart, ja? Aber auch die Möglichkeit muss man einfach in Betracht ziehen. Und bitte nicht missverstehen. Es gibt Männer, die finden dich toll und zeigen dir Zuneigung und finden dich auch und die sagen dir auch, boah, du bist so eine tolle Frau und so weiter und sagen aber gleichzeitig, ich habe nicht genug Gefühle für dich. Aus irgendeinem Grund will man das nicht wahrhaben. Ich habe da ganz viele Frauen, die dann immer sagen, nein, das kann nicht sein. Ich weiß genau, ich spüre ja, dass das der das für mich empfindet. Ja. Und stell dir vor, es wird auch wirklich so sein, dass du recht hast in deiner Wahrnehmung. Der wird das für dich empfinden. Nur, wenn der einen inneren Maßstab hat von wegen, ich muss so viel für eine Frau empfinden, dann ist es für mich Liebe und dann ist es für mich Beziehung. Und dann bist du da, dann empfindet der ja trotzdem was für dich. Aber es ist nicht genug, um sein, ich gehe in eine Beziehung hinein, Limit überspringen, zu übertauchen, ja, zu erreichen, überhaupt mal erst in erster Linie. Ja? Also wenn ein Mann sagt, dass er nicht genug für dich empfindet und du das Gefühl hast, das stimmt nicht, ich spüre doch, dass der was für dich empfindet. Ja, das mag sein, aber dann ist eher der Punkt der, dass du dich mit zu wenig zufrieden gibst, dass dir das schon genügen würde. Der hat einen anderen Anspruch, für den genügt das nicht. Und das darf man auch für bare Münze nehmen, insbesondere dann, wenn man sich selber schützen möchte davor, dass man unglücklich verliebt ist und dem vielleicht monatelang nachläuft, obwohl da einfach keine Chance auf irgendwann mal mehr besteht. Okay, so. Was ich ganz oft höre, und das, ich kann es nämlich nicht mehr hören, ist die Aussage, der hat nur Bindungsangst. Der hat nur Angst vor einer Beziehung, der hat irgendwie was Schlechtes erlebt und wenn ich nur lang genug warte und zeige, dass er bei mir keine Angst haben muss, dann wird er sich schon für eine Beziehung mit mir entscheiden. Ganz ehrlich, erstens mal, ich kann es nicht leiden, dass da so viele Leute herumrennen und psychologische Diagnosen abgeben. Narzissmus ist übrigens auch so ein Thema, vielleicht mache ich zu dem auch nochmal was, weil jetzt alle herumrennen und sagen, oh, meine Ex ist ein Narzisst, bitte ehrlich, 2015 hätte das niemand in den Mund genommen. Ja? Und 2016 ist dieses Thema so aufgeploppt, ja, und jetzt auf einmal sind alle Narzissten. So. Ehrlich, ein Mann, im Übrigen auch wie eine Frau, ja, der wirklich Bindungsangst hat, der hat ein tief sitzendes psychologisches Problem und das wirst du nicht heilen. Nicht mit Liebe, nicht mit Warten, nicht mit Aussitzen. Das ist kein Mensch, den du nur wie einen wilden Hund langsam zähmen musst. Das ist jemand, der wirklich ein psychologisches Problem hat, das nur er oder sie selbst bearbeiten und lösen kann. Und das dauert Monate, Jahre und braucht vor allem mal den Willen, dass der das ändert. Ja? Diese selbstgebastelten Diagnosen sind manchmal, glaube ich, ein bisschen so Eigenschutz. Ja? Aber Fakt ist, wenn du diese Diagnose abgibst und sagst, na, der oder die hat ja nur Bindungsangst, okay, aber dann musst du auch ehrlich die Konsequenz draus ziehen, weil du bist nicht sein Therapeut, seine Therapeutin. No way. Ja? Auch dann musst du die Konsequenz ziehen und sagen, okay, gut, dann sorry. Ja? Aber nochmal, das ist kein wilder Hund, den du nur zähmen musst. So läuft die Welt nicht. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, und ich sage immer, das Naheliegendste ist oft auch das Wahrscheinlichste. Das Naheliegendste, wenn jemand sagt, ich möchte keine Beziehung mit dir haben, ist, dass er keine Beziehung mit dir haben möchte, weil irgendein Kriterium für ihn nicht erfüllt ist. Er liebt dich nicht genug, er hat nicht genug Empfindungen für dich, irgendwas fehlt ihm. Ja? Wir werden es nicht wissen, was es ist, wenn wir es nicht fragen.
Ja, ich würde mich aber auch nicht hinsetzen, deswegen das arbeite ich dann immer auch mit meinen Klienten und Klientinnen im Gespräch. Also setze ich jetzt nicht hin und arbeite das wie in einem Fragenkatalog ab, ja, so nach dem Motto, passe ich jetzt gerade nicht in dein Leben hinein, ja. Hast du keine Energien für mich, ja, willst du mich eigentlich gar nicht, ja, oder hast du Bindungsängste? Schlechter Plan, so gehen wir das nicht an, da lassen wir uns was Besseres einfallen, ja, aber einfach mal für dich, um es klar zu kriegen, es gibt viele Gründe, die gar nichts mit dir zu tun haben müssen, dass jemand sagt, ich möchte nicht in eine Beziehung mit dir gehen. Ja, dieses immer persönlich nehmen und sagen, oh, es liegt an mir und ich muss so, nein, muss nicht. Allein die vier Sachen, die ich dir jetzt aufgezählt habe, sind sehr plausibel. Und ich bin mir ganz sicher, man könnte noch vier dazu erfinden. Oder noch mal vier. Oder noch mal vier. Ja. Insofern, ich werde auch noch mal was machen, glaube ich, zum Thema Passung und Verliebtsein. Ja, also Gefühle sind, für heute möchte ich es einfach mal da belassen. Gefühle für jemanden zu haben, muss nicht automatisch in einer Beziehung münden. Und da sind Männer um einiges radikaler als Frauen, meiner Erfahrung nach. Und jetzt mache ich das doch schon ein paar Jährchen. Ja, also bitte verzeiht mir, wenn ich da mit Stereotypen manchmal durch die Gegend schmeiße. Ich erzähle das einfach aus meiner Erfahrung so heraus. Es kann natürlich immer wieder auch andere Beispiele geben. Ne? The rules are the rules, aber die Regeln sind auch manchmal dazu da, um gebrochen zu werden. So. Also, für heute war es das. Ich hoffe, ich habe dir was mitgeben können, dass es eben nicht immer nur an dir liegen muss, wenn jemand sagt, er möchte keine Beziehung mit dir haben. Nein, gar nicht. Das kann komplett nur auf der anderen Seite liegen. Leider heißt das halt auch, dass du es in manchen Fällen einfach nicht beeinflussen kannst. Das darf dich aber auch unter Umständen entspannen. Also dann. Und wenn nicht, im Übrigen, nicht vergessen, meine Coachin schimpft mich immer, dass ich viel zu wenig anbiete. Von dem, arbeitet mit mir, Leute. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, arbeitet mit mir. Ich arbeite über Skype, wir arbeiten über Telefon. Ihr könntet mir jetzt gegenüber sitzen, mir genau so in die Augen schauen und mit mir über genau euren Ex, euren zukünftigen, euren Traummann, whatever, reden. Ja, genauso wie jetzt. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, tschüss.